Die Menschen sind viel zu nachsichtig, weil sie nicht verstehen, was ihnen angetan wurde. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Entweder der Westen macht es sich bequem und versinkt in Bedeutungslosigkeit, oder aber wir spielen auch in der Zukunft eine entscheidende Rolle. Das Verhalten der Banken war nicht in Ordnung. Der Grund für die Empörung war ihre Gier. Wir haben ihnen Geld gegeben, damit sie es an andere weiterverleihen. Stattdessen haben sie es für sich behalten und damit ihre Boni bezahlt. Wofür eigentlich? Für Rekordverluste? Wir werden heute von Unternehmen beherrscht. Den meisten dieser Unternehmen ist das Schicksal der Vereinigten Staaten aber herzlich egal. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum es mit uns derart den Bach runterging. Womit fing es an? Ist die Disco-Musik schuld? Oder Donna Summer? Hat sie Amerika gekillt? Die Zeit der Konsequenzen ist gekommen. Ein Finanzsystem voller Habgier. Die Eskalation organisierter Gewalt. Schreiende Armut von Milliarden. Und dazu eine Umwelt vor dem Kollaps. All das kommt ausgerechnet in einem Moment auf uns zu, in dem Politik, Religion und Ökonomie in der Sackgasse stecken. Krieg. Eine Finanzwelt außer Kontrolle. Hunger und Tod. Die vier Reiter der Apokalypse sind da. In diesem Film geht es nicht um Verschwörungstheorien. Es ist auch kein Film, der Angst schüren will. Es geht nicht um Schuldzuweisungen an Banker oder Politiker. Worum es geht, ist ein System, das wir selbst geschaffen haben. Und um Vorschläge, es endlich zu verbessern. Schon immer wurden Systeme geschickt modifiziert, manipuliert und korrumpiert. Oft genug, um den Interessen einer kleinen Minderheit zu dienen. Wir, die Mehrheit, haben diese Veränderungen immer wieder geschluckt. Doch weil der Mensch so unglaublich anpassungsfähig ist, wurde aus einer Eigenschaft, die uns eigentlich das Überleben sichert, eine, die uns unterdrückt. Die meisten Gesellschaften haben eine Elite, die ihre Macht absichern will. Das tut sie aber nicht nur, indem sie marxistisch gesprochen Produktionsmittel und Geld kontrolliert, sie tut es auch, indem sie unser Denken beherrscht. Und dabei zählt weniger, was öffentlich gesagt wird, sondern vor allem das, was unausgesprochen bleibt. Über Jahrhunderte wurde unser Denken manipuliert. Doch im Jahr 1989 stellte der Wissenschaftler Tim Berners-Lee erstmals eine Verbindung zwischen einem HTTP-Client und einem Server her. Das Internet war geboren. Dieses Ereignis löste einen Tsunami sofortiger, frei verfügbarer Informationen aus. So wie Gutenberg mit seiner Druckerpresse einst den kirchlichen und adligen Eliten die Herrschaft über unser Denken entriss, so verändert heute das Internet das Verhalten von Regierungen, der Finanzwelt und den Medien. Die Spitze dieses Wandels sind wir. Um ihn zu verwirklichen, müssen wir aber erst die Dinge verstehen, die so lange verschwiegen wurden. Dafür brauchen wir Menschen, die uns die Wahrheit sagen, statt uns in die Irre zu führen. Denn um etwas wirklich zu verstehen, muss man sich von diesem Etwas erst befreien.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges erzeugten wir die Hälfte aller globalen Wirtschaftsgüter. Wir produzierten 54.000 Flugzeuge pro Jahr, 7.000 Schiffe und so weiter. Wir waren das neue Rom. Deshalb erfanden wir 1947 mit dem National Security Act eine neue Sicherheitsarchitektur. Während des Kalten Krieges sind wir gut damit gefahren. Aber seitdem haben wir nichts mehr getan. Wir haben einfach nicht begriffen, wie stark sich die Welt seitdem verändert hat. Imperien gehen nicht an einem bestimmten Tag unter. Aber irgendwann enden sie alle. Auch wenn der Westen das Schwinden seiner Vormachtstellung noch nicht akzeptiert hat. Am Ende jedes Imperiums entstehen unter dem Deckmantel der Erneuerung Strukturen und Organisationen, die das Erbe der ehemaligen Supermacht vertilgen. Häufig von innen heraus. In seinem Essay The Fate of Empires analysierte der weitgereiste Soldat und Diplomat Sir John Glubb den Lebenszyklus verschiedener Imperien. Dabei stellte er fest, dass alle Imperien rund 250 Jahre bestehen. Also nur 10 Generationen lang. Von den ersten Pionieren bis zu der Kraft, die alles zum Einsturz bringt. Ein Imperium durchläuft typischerweise 6 Phasen. Die Phase der Pioniere. Die Phase der Eroberung. Die Phase des Handels. Die Phase des Wohlstands. Die Phase des Geistes. Und schließlich die Phase von Brot und Spielen, oder kurz, die Phase der Dekadenz. Die Phase der Dekadenz zeichnet sich durch die immer gleichen Merkmale aus. Ein zügelloser, aufgeblähter Militärapparat. Ein hemmungsloses Zurschaustellen von Reichtum. Eine massive Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Das Leben auf Kosten eines aufgeblähten Staates und die Fixierung auf Sex. Die vielleicht auffälligste Gemeinsamkeit ist jedoch der Verfall der Währung. Die USA und Großbritannien gründeten ihr Währungssystem zunächst auf Grundlage eines Gold- bzw. Silberstandards, genau wie einst das Römische Reich. Alles begann mit einem sehr stabilen Silberstandard. Aber dieser Standard wurde so lange aufgeweicht, bis der römische Dinar von einer echten Silbermünze zu einer Kupfermünze verkommen war, die lediglich mit einer dünnen Silberschicht überzogen wurde. Am Ende repräsentierten die Senatoren also nicht mehr wie früher ihr Volk, sondern nur noch den Reichtum, den sie ihrem Volk dadurch stehlen konnten. Der Reichtum großer Imperien mag zunächst beeindruckend wirken. Schaut man jedoch genauer hin, stellt man fest, dass Pflichterfüllung und Gemeinsinn oft genug von der Raffgier und dem Machthunger korrupter Politiker und Bürger verdrängt werden. Historisch betrachtet gibt es derzeit alle möglichen Anzeichen für das Ende unserer Vormachtstellung. Manche sind deutlicher als andere, aber die Wirtschafts- und Finanzkrise ist klar ein Zeichen für den Untergang eines Imperiums. Im alten Rom wurden die Bürger ständig durch alle möglichen Gladiatorenspiele abgelenkt. Und die Politiker wussten, was sie tun. Sobald das Volk aufbegehrte, gab es ein Event nach dem anderen, jeden Tag, und jedes davon mit zahllosen Gladiatoren. Wenn ein Imperium untergeht, ist das ganz normal. Und wir machen es heute nicht anders. Bei uns sind es die unzähligen Fernsehprogramme, die die Menschen von dem ablenken, was wirklich los ist. Dem Sport kommt dabei eine große Bedeutung zu. Genau wie damals. Im Grunde lullt man uns ein, man betäubt uns. Und wir haben das längst akzeptiert. Sportstars sind heute Großverdiener. Bei den Römern war das genauso. Im 2. Jahrhundert summierten sich die Preisgelder des Wagenlenkers Gaius Apuleius Diokles auf 35 Millionen Sesterzen. Umgerechnet mehrere Milliarden Dollar. Und noch ein Berufszweig gehört zu den Gewinnern, wenn ein Imperium untergeht. Ob Römer, Ottomanen oder die Spanier. Sie alle machten ihre Köche zu Superstars. Das ist genauso typisch für das Ende eines Imperiums.
Mit letzter Kraft erinnern wir uns daran, wie mächtig wir einst waren, wie großartig wir uns fühlten. Und auf einmal ist alles dahin. Also suchen wir nach diesem guten alten Gefühl. Vielleicht finden wir es im besten Essen oder in der besten Kleidung, der besten Musik, den besten Filmen oder in einer Reality-Show oder noch einer neuen Zeitschrift. Doch in Wahrheit ist das alles überflüssig. Eine Gesellschaft benötigt eine moralische Überzeugung. Nur dann herrscht Rechtschaffenheit. Wir erleben große Gleichgültigkeit und Amoralität. Auch im politischen Sinne. Es gibt einfach viele Leute, die sich um nichts mehr scheren. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Ein Imperium funktioniert wie jeder lebende Organismus. Über kurz oder lang ist es zum Sterben verurteilt. Die Frage ist nur, wie stirbt es? In einer raschen Folge gewaltsamer Ereignisse oder langsam und qualvoll? Die Babyboomer-Generation kam genau in der Phase der Dekadenz zur Welt. Mit ihrem maßlosen Konsum, den ständig steigenden Immobilienpreisen und nicht zuletzt ihrer Sehnsucht nach ewiger Jugend haben sie nicht nur den Generationenvertrag gebrochen, sondern ebenso das Erbe ihrer Kinder verschleudert. Meine Generation und die danach, wir haben einfach vergessen, was die Präambel unserer Verfassung sagt. Da heißt es nämlich, wir und unsere Nachkommen. Aber für uns gab es immer nur uns. Die Babyboomer, und ich bin einer davon, wir haben die größte Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der Menschheit zu verantworten. Wir hatten billiges Öl und damit billige Energiepreise. Dazu hatten wir Ideen im Überfluss. Und was haben wir getan? Wir haben ein System erschaffen, das im wirklich schlechtesten Sinne mit all diesem Reichtum umgeht. Und wir werden dafür zahlen müssen. Menschen handeln inkonsistent und paradox. Wir wollen Frieden und Unsterblichkeit. Gleichzeitig finden wir immer neue Wege, uns gegenseitig zu vernichten. Wir sind zu den edelsten Taten fähig und zu den schlimmsten Gewaltverbrechen. Menschen sind komplexe Wesen. Unser Verhalten zum Beispiel, gerade jetzt in diesem Moment, führt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu furchtbaren Katastrophen, unter denen unsere Enkel leiden werden. Und trotzdem machen wir ganz bewusst weiter so. Und das, obwohl wir alle unsere Enkel lieben. Könnte es etwas geben, das widersprüchlicher ist als das? Trotz des wirtschaftlichen Fortschritts seit dem Zweiten Weltkrieg und trotz der fortschreitenden Industrialisierung, die in den letzten 7 Jahrzehnten stattgefunden hat, haben wir es nicht geschafft, Armut, Mangel, Hunger und Unterernährung zu überwinden. Während Millionen von Menschen tagtäglich hungrig zu Bett gehen, werfen Millionen andere ihr Essen einfach weg. Überfluss auf der einen, Armut auf der anderen Seite. Hier Unterernährung, dort Fettleibigkeit. Was für ein System haben wir da nur geschaffen? Warum haben wir es, wider besseren Wissens, bis jetzt nicht geschafft, den Wohlstand auf der Welt gerechter zu verteilen? Warum hat die Menschheit ein politisches und wirtschaftliches System geschaffen, in dem wenige auf Kosten vieler leben? Und schließlich und entscheidend, warum nur haben wir nicht den Willen aufgebracht, eine derart grausame Gesellschaftsstruktur endlich zu verändern? Das wichtigste Element einer unmoralischen Wirtschaft ist die Gier. Es ist ja nicht so, dass es auf der Welt zu wenig gäbe und die Armut nur mit noch mehr Wohlstand überwunden werden könnte, wie viele behaupten. Es ist vielmehr so, wie Mahatma Gandhi sagte, unsere Welt hat genug für jedermann, aber nicht für jedermanns Gier. Aber ist es wirklich nur die Gier? Oder ist da noch etwas anderes? Ist das Problem am Ende das System selbst? Musik
Als Zivilisation hatten wir eine echte Glückssträhne. Es lief gut für uns. Wir haben die industrielle Revolution überlebt. Wir haben modernste Militärtechnik entwickelt. Auch das haben wir überlebt. Wir haben sogar ein Banksystem geschaffen. Und trotz der Probleme damit ist unsere Bilanz wirklich nicht schlecht. Als ich 7 Jahre an der Wall Street war, ging es mir wie einem Mitarbeiter im Schlachthaus, der zum Vegetarier wird. Man arbeitet an der Wall Street und sieht, wie Goldman, JP Morgan und andere Banken ihr Geld machen. Und dann siehst du dieses Geld und dir wird schlecht. Wenn die Leute wüssten, wie das Bankensystem wirklich funktioniert, würden sie morgen eine Revolution anzetteln. So hat es Henry Ford einmal gesagt. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass eine Bank Geld verleiht, das vorher jemand bei ihr eingezahlt hat. In Wirklichkeit aber erschaffen Geschäftsbanken das Geld aus dem Nichts und verleihen es gegen Zinsen weiter. Wenn ich bei mir zu Hause Geld erzeuge, nennt man das Geldfälschung. Wenn ein Buchhalter Geld aus dem Nichts erzeugt, nennt man das Bilanzfälschung. Aber wenn eine Bank so etwas tut, dann ist das völlig legal. Und solange dieser Betrug erlaubt ist, wird es zu allen möglichen ökonomischen Problemen kommen. Und wir können nichts dagegen tun. Privatbanken erzeugen Geld aus dem Nichts und verleihen es gegen Zinsen weiter. Das klingt absurd. Wenn ich meinen Studenten erkläre, wie das funktioniert, fallen sie vom Glauben ab. Ich sage dann immer wieder, doch, doch, Banken erzeugen wirklich Geld. Und natürlich ist das absurd. Und die Studenten fragen sich völlig zu Recht, wie kann das möglich sein? Aber genau so ist es. Wenn die Bankenlobby extrem stark ist, wird sie sagen, wir wollen doch kein System verändern, an dem wir so gut verdienen. Also lass uns den Leuten lieber einreden, dass sie schuld sind. Dass Inflation von zu hohen Lohnforderungen kommt. Oder dass die Immobilienpreise steigen, weil spekuliert wird. Was nicht gesagt wird, ist, dass die Banken aus dem Nichts Geld erzeugen, in die Wirtschaft pumpen und damit die Preise nach oben treiben. Aber wie kam es überhaupt zu diesem System, in dem Banken die Möglichkeit haben, Geld aus dem Nichts zu erzeugen? Seit Präsident Nixon 1971 den Goldstandard in den USA endgültig beseitigte, herrscht auf der ganzen Welt das sogenannte Fiat-Geldsystem. Dollar, Pfund und Euro sind staatliche Fiat-Währungen. Das Wort Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet »so sei es«. Denn nur per Gesetz wird aus einer Währung Geld. Ohne ein solches Gesetz und ohne die Tatsache, dass wir unsere Steuern mit diesem Geld zahlen müssen, wäre ein Dollar oder die elektronische Ziffer, die ihn darstellt, vollkommen wertlos. Nur die Regierung darf Fiat-Geld herausgeben. Die Banken dagegen können es durch Geldschöpfung erzeugen. Seit dieses System vor 40 Jahren eingeführt wurde, ist das Geldangebot exponentiell gewachsen. In Wirklichkeit war es das größte Geldmengenwachstum aller Zeiten. Aber wer profitiert davon? Zunächst natürlich all jene, die Geld erschaffen können, also Regierungen und Banken. Dann die Firmen und Individuen, die als Erste an dieses Geld kommen. Sie können es ausgeben, bevor das Preisniveau aufgrund des neu umlaufenden Geldes gestiegen ist. So kommen sie günstig an Waren, Dienstleistungen und Geldanlagen. Wenn die Preise dann steigen, profitieren Eigentümer von Häusern oder Aktien, obwohl sich am Zustand der betreffenden Häuser oder Aktiengesellschaften gar nichts verbessert hat. Infolgedessen kommt es oft zu Spekulationsblasen. Aber was ist mit jenen am Fuße der Pyramide? Denjenigen mit fixen Löhnen oder fixen Einkommen? Bewohnern entlegener Gebiete? Sparern? Bis das Geld bei ihnen angekommen ist, sind die Preise längst gestiegen. Während ihr Vermögen also an Kaufkraft verliert, steigen die Löhne dagegen kaum. Um Dinge zu kaufen, die sie sich vorher leisten konnten, müssen sie jetzt unter Umständen sogar Schulden aufnehmen. Natürlich bei der Bank. Der Prozess der Geldschöpfung verteilt das Vermögen also um. Und zwar von unten nach oben. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht dabei auseinander. Weiter und weiter und weiter. Wenn man den Goldstandard durch eine Fiat-Währung ersetzt und die Banken zudem nur eine bestimmte Geldreserve halten müssen,
erzeugt man Schulden schneller, als man sie durch steigende Produktion bedienen kann. Am Ende ist man der Sklave seiner eigenen Schulden. Genau das passiert gerade bei uns. Für jeden Dollar Bruttosozialprodukt erzeugen die USA Schulden im Wert von $5.50. Sowas bringt eine Wirtschaft unweigerlich zum Kentern. Und was tut die Regierung, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Sie macht noch mehr Schulden. Man kann so viel Geld drucken, wie man will. Nur leider kann man keinen Wohlstand drucken. Genauso wenig kann man Schulden mit Schulden bekämpfen. Käme der Wohlstand aus der Druckerpresse, wäre Simbabwe das reichste Land der Erde. Keine Frage. Von allem Geld der Welt sind 97% Schulden. Schon Voltaire sagte, alles Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Nämlich null. Drei Generationen lang beobachtete die Welt den Kampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Erst als ihre Wirtschaft in den 1980er Jahren kollabierte, gab die Sowjetunion auf und überließ dem sogenannten Kapitalismus die Vorherrschaft. Bis 1989 gab es den Kampf zwischen Kommunismus und Marktwirtschaft. Und in diesem Kampf hieß es, lasst uns die Schwächen der Marktwirtschaft bloß verbergen. Der Kampf ist zu wichtig, also hört auf, unser Team zu kritisieren, während wir gegen die anderen kämpfen. Und diese anderen, das waren sozialistische Autokraten, unfähig, ihren Gesellschaften Wohlstand zu verschaffen. Damit war völlig klar, welches System das bessere war, für welches man sich entscheiden würde. Der Kommunismus scheiterte aus vielen Gründen. Er war ineffizient, er ignorierte die Menschenrechte und so weiter und so fort. Jedenfalls triumphierte am Ende der kapitalistische Westen. Und man dachte sich, wenn die Konkurrenz gescheitert ist, haben wir wohl alles richtig gemacht. Dabei versuchen beide Systeme Unmögliches. Der Kommunismus ist früher gescheitert. Der Kapitalismus wird ihm folgen. Vielleicht ja sogar gerade in diesem Moment. Amerika befindet sich derzeit in einer hochinteressanten Situation. Das Land und seine Kultur gründen seit 200 bis 300 Jahren auf der Annahme, dass Ressourcen unendlich verfügbar sind. Wann immer es ein Problem gab, hieß es, ab nach Westen. Man vergrößerte den Kuchen einfach und jeder bekam ein größeres Stück davon ab. Heute erkennen wir, dass die Ressourcen knapper werden. Wir müssen den Kuchen also aufteilen. Das wird für die Menschen schmerzhaft sein. Und darauf ist Amerika nicht gut vorbereitet. Wie konnte sich Amerika so weit von den Ideen seiner Gründerväter entfernen? Wer hat dieses große Land nur aus einem Traum gerissen? In den letzten 30, 40 Jahren hat der Kapitalismus extreme Formen angenommen. Und vieles davon geht zurück auf die Ideen von Milton Friedman und den Ökonomen der Chicagoer Schule. Zusammen mit Politikern wie Margaret Thatcher, Ronald Reagan und anderen ermutigten sie Menschen, Schulden aufzunehmen, zu privatisieren, öffentliche Leistungen zu beschneiden und zugleich das Militär zu vergrößern. Also stiegen einerseits die Militärausgaben, während andererseits die Deregulierung ungeahnte Freiräume schaffte, insbesondere für Unternehmenslenker. Plötzlich wurde uns Glauben gemacht, dass diese Menschen an der Spitze von Firmen keinerlei Regeln bräuchten. Ganz so, als wären sie Götter. Milton Friedman und seine Schützlinge, die Chicago Boys, lösten mit ihrer neoklassischen Ideologie die klassische Wirtschaftstheorie ab und lieferten den Referenzrahmen für das, was wir heute Kapitalismus nennen. Es gibt zwei große Theorien zur Frage, wie die Wirtschaft funktionieren und der Wohlstand verteilt werden sollte. Die klassische und die neoklassische Schule. Die klassische Schule empfiehlt überschaubare Regierungseingriffe und weitgehende Privatautonomie. Sie weiß, dass Menschen nicht ohne natürliche Ressourcen leben können. Die neoklassische Schule dagegen schenkt den Ressourcen nur wenig Beachtung. Ihr zufolge sollten Regierungen die Wirtschaft steuern, soziale Probleme lösen und ansonsten dem Markt die Verteilung des Wohlstands selbst überlassen.
Die neoklassische Schule entstand vor etwa 100 Jahren, um den Interessen der Kapitalbesitzer zu dienen. Deshalb funktionieren ihre mathematischen Annahmen und Modelle losgelöst von der Realität. Sie betrachten das, was sein sollte, im Gegensatz zu klassischen Modellen, die von dem ausgehen, was wirklich ist. So bevorzugten die neoklassischen Modelle Großunternehmen und trugen damit zum Aufstieg der Finanzwirtschaft bei. Favorisiert von Ronald Reagan und Margaret Thatcher, dominieren sie bis heute das politische Denken auf der ganzen Welt. Die Reagan-Thatcher-Revolution löste einen tiefgreifenden Wandel der Machtverhältnisse und eine riesige Umverteilung von Chancen und Wohlstand aus. Und dabei reden wir nicht etwa über Arm und Reich, sondern über eine Umverteilung zwischen den Reichen. Der Finanzsektor in den USA, Großbritannien und anderen Ländern wurde plötzlich hochprofitabel. Die Vergütung der Beschäftigten stieg immer weiter. Und das nicht nur in Form von Boni, sondern auch im Bereich der Grundgehälter. Innerhalb der Gesamtwirtschaft wurde also zugunsten eines speziellen Sektors umverteilt, und zwar dem Finanzsektor. Und das in einer Größenordnung, die in der gesamten Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht. Als Folge des Schwarzen Freitags wurde 1932 in den USA ein Gesetz zum Wohle der Allgemeinheit verabschiedet. Der Glass-Steagall Act führte zu einer Trennung zwischen Geschäfts- und Investmentbanken. 67 Jahre später, also 1999, wurde er unter Federführung des Finanzministers Larry Summers und seines Vorgängers Robert Rubin von Präsident Bill Clinton aufgehoben. Von nun an konnten auch die normalen Banken wieder spekulieren. Auf alles und mit den Ersparnissen ihrer Kunden. Die Wall Street wurde zu einem ganz besonderen Casino. Leider hat das mit einem Casino, wie wir es aus Las Vegas kennen, nur wenig zu tun. In Las Vegas läuft alles legal und dient allein der Unterhaltung. Das Wall Street Casino dagegen hat starke und sehr negative Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Hier verliert nicht der Privatmann sein Erspartes in einer wilden Nacht. Hier verlieren ganze Organisationen ihr Geld. Und das führt zu erheblichen Einbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. Dieses Glücksspiel brachte das Weltfinanzsystem an den Rand des Abgrunds. Doch die Banken waren systemrelevant, wie es so schön heißt. Ihre Bilanzen und Verschuldungsquoten waren höher als das Bruttosozialprodukt ganzer Staaten. Die Krise der Banker traf den Westen völlig unvorbereitet. Und seine Regierungen kamen ins Wanken. You have to bail us out. Kauft uns raus. Gebt uns Geld. Denn wenn ihr es nicht tut, bricht hier alles zusammen. Und was wird dann aus den Abermillionen Sparern, die ihre Bankguthaben verlieren? Sie werden eine Revolution anzetteln. Also her mit dem Geld. Leiht es euch. Erschafft es aus dem Nichts und gebt es uns, damit wir diese Probleme lösen können, bevor wir pleite gehen. Haben wir uns klar genug ausgedrückt? Und so trat Hank Paulson eines Tages vor den US-Kongress und sagte, wir brauchen 700 Milliarden, und zwar sofort, ansonsten... Ist das, was wir Kapitalismus nennen, wirklich noch Kapitalismus? In einer kapitalistischen Wirtschaft sollte der Staat eher klein sein. Doch heute ist er aufgeblähter und übergriffiger denn je. Individuen und Unternehmen sollen im freien Markt agieren. Erfolgreiche Firmen machen dabei Profite. Erfolglose Firmen gehen pleite. Doch während der Bankenkrise von 2008 schienen diese einfachen und ehernen Grundsätze für einige nicht länger zu gelten. Sozialismus für die Reichen, Kapitalismus für die Armen. Wenn die US-Regierung kriselnde Banken rettet, ist das nichts anderes als Sozialismus. Den Amerikanern ist vermutlich überhaupt nicht klar, dass sie im sozialistischsten Land der Welt leben. Unser System hat mit wirklichem Kapitalismus nichts mehr zu tun. Die Fehler der Reichen bleiben folgenlos, während die kleinen Leute bestraft werden. Ja, sogar schlimmer. Die kleinen Leute machen überhaupt keine Fehler. Trotzdem werden sie gezwungen, für die Fehler der Reichen zu zahlen. Wenn dem Steuerzahler plötzlich die Rechnung für fehlgeleitete Spekulationen der Banker präsentiert wird, hat sich die Moral in ihr Gegenteil verkehrt.
Plötzlich dient Wirtschaft nicht länger dem Menschen, sondern der Mensch steht auf einmal im Dienste unmoralischer Finanzorganisationen. Es war der Vorsitzende der US-Notenbank, Alan Greenspan, der nach dem 11. September das Zinsniveau senkte und damit die Kreditvergabe anheizte. Um diesen Kreditfluss aufrechtzuerhalten, mussten immer neue Menschen in ein globales Schneeballsystem gelockt werden. Das neu geschaffene Geld wanderte in den Immobilienmarkt und führte dort zu einem noch nie dagewesenen Anstieg der Hauspreise. Frischgebackene Mütter mussten auf einmal Jobs annehmen, um Hypotheken zu bedienen. Der amerikanische Traum wurde zu einem Albtraum. Auf dem westlichen Immobilienmarkt geht es nicht um Eigentum. Er existiert nur, damit einfache Leute im Leben zu etwas kommen. Ihre Löhne reichen dafür längst nicht mehr aus. Statt uns um echte Innovationen zu kümmern, haben wir also eine riesige Spekulationsblase geschaffen, die massenhaft Kapital in eine hochspekulative und völlig unproduktive Anlageform gelockt hat. In Deutschland würde niemand auf die Idee kommen, den Besitz einer Immobilie mit der Frage nach Demokratie zu verknüpfen. Die Menschen dort haben keinerlei Problem damit, zur Miete zu wohnen. Aber sowohl Reagan als auch Thatcher animierten die Bürger regelrecht zum Hauskauf, was schnell zum Problem werden kann, wenn die Menschen sich das eigentlich gar nicht leisten können. Dann nehmen sie undurchsichtige Kredite auf, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Die Auswirkungen sind furchtbar. Und in diesem Sinne hatte das, was zur Subprime-Krise in den USA führte, rein gar nichts mit Demokratie zu tun. Es war einfach nur eine schlechte Idee. Um das Jahr 2000 herum stellten die Banker etwas fest, das richtungsweisend war. Sie fanden heraus, dass arme Leute ehrlich sind. Arme Menschen haben ein sehr klares Wertesystem. Schulden sind für sie Schulden und Schulden müssen beglichen werden. Also werden sie versuchen, genau das zu tun. Und zwar unabhängig davon, ob diese Schulden vielleicht gar nicht rechtskräftig, unerwartet hoch oder gar unbezahlbar sind. Als die Banken damit begonnen haben, Verträge mit flexibler Verzinsung abzuschließen, war ihnen mit Sicherheit klar, dass spätestens dann Probleme auftauchen würden, wenn die Leute ihre Raten nicht mehr bezahlen können. Und als die Zinsen dann tatsächlich stiegen, gingen viele dazu über, nur noch Tiefkühlkost zu kaufen, die Kinder vom College oder der Universität zu nehmen, wodurch natürlich alles nur noch schlimmer wurde. Die Banken starteten eine kriminelle Verschwörung. Sie wollten an das Geld der Schwarzen und Spanischstämmigen herankommen. Sie taten sich zusammen, unterstützten die Bush-Regierung und verhinderten so ein Verfahren wegen rassendiskriminierender Kreditvergabe. Und das nur, um Minderheiten auszubeuten. Es ging um Kredite der bei uns sehr bedeutenden Großbank Wells Fargo. Wells Fargo suchte gezielt nach Minderheiten in der Stadt, denen dann viel zu hohe Kredite im Subprime-Bereich angeboten wurden. Die Kredite waren so überteuert, dass die Menschen sie niemals zurückzahlen konnten. Es ging also um sehr komplexe Finanzprodukte. Die räuberischen Praktiken der Banken wurden dabei im Kleingedruckten versteckt. Viele der Stadtteile, die von Afroamerikanern bewohnt wurden, hatten sich zuvor gut entwickelt und waren extrem belebt. Die Zwangsräumungen von Wells Fargo und die Vergabepraxis im Subprime-Bereich führten jedoch dazu, dass diese positive Entwicklung erlahmte und schließlich zum Stillstand kam. Es ist ihnen egal. Diese Leute kommen ja nicht hierher. Sie sehen nicht, was sie anrichten. Es ist, als würde man nur den Umschlag eines Buches anschauen. Wenn man nur den Umschlag anschaut, wird man nie wissen, wovon das Buch handelt. Aber sie kümmern sich ja nur um sich selbst. Wenn sie herkommen würden und all das hier sehen könnten, dann würden sie uns vielleicht helfen. Die Ereignisse in Baltimore sind nur ein Beispiel für das, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Man könnte es sich einfach machen und diese Ungerechtigkeit als Rassenproblem abtun. Aber wenn man genauer hinschaut, zeigt sich, dass es um etwas ganz anderes geht.
Es geht um Profit. Es ist kein Zufall, dass die Deregulierung des Finanzsektors in einem solchen Desaster endete. Auf einen Kongressabgeordneten kommen 5 Lobbyisten der Finanzindustrie. Das muss man sich einmal vorstellen. 5 Lobbyisten, die jedem Abgeordneten erklären, ja geradezu beknien, auf eine bankenfreundliche Gesetzgebung hinzuarbeiten. Den verzweifelten und verarmten Menschen fehlt für so etwas natürlich das Geld. Sie können nicht 5 Lobbyisten pro Abgeordneten bezahlen. Und so verkommt unsere Demokratie zu einem unfairen Spiel. Der Finanzsektor ist unglaublich mächtig geworden. Teils durch politische, aber vor allem durch ideologische Einflussnahme. Sie überzeugten die Leute, dass Finanzwirtschaft gut ist. Mehr Finanzwirtschaft besser und eine unregulierte Finanzwirtschaft natürlich am besten. Das ist der Eckpfeiler von dem, was in den USA als Wall Street-Washington-Komplex bezeichnet wird. Wenn die Menschen noch einen Beweis brauchen, wer in Washington die Macht hat, schauen Sie sich den Bailout nach der Pleite von Lehman Brothers an. Der Kongress hat ihn verabschiedet, obwohl 80% der Bevölkerung dagegen waren. Ich finde, das zeigt eindeutig, wie stark das Parlament unter Kontrolle der Banken steht. Es ist kein gutes Zeichen für den Zustand einer Demokratie, wenn eine Firma, eine Branche oder eine Industrie sagt, unsere Interessen stehen über denen der Allgemeinheit. Das darf eigentlich nicht sein. Aber genau das ist geschehen. Der Lobbyismus in Amerika ist so stark, dass er unsere Demokratie längst beschädigt hat. Es handelt sich schon um eine fortgeschrittene Art von Oligarchie, wenn die Öffentlichkeit davon überzeugt wird, dass die 6 größten Banken der USA auch zukünftig in ihrer aktuellen Form bestehen bleiben müssen, also weitgehend unreguliert. Und warum? Weil ansonsten alle möglichen furchtbaren Dinge passieren würden. Und damit das nicht nach Erpressung klingt, erklären Sie dir einfach, so funktioniert die Welt nun mal. Also kooperiert lieber mit uns. Ziemlich clever. Die US-Notenbank ist nichts anderes als eine Lobbyorganisation für das Bankensystem. Ihr die Regulierung zu übertragen bedeutet, der Finanzsektor und die Wall Street regulieren sich selbst. Zumal die Wall Street auch noch ein Vetorecht hat, wenn es um die Frage geht, wer der nächste Vorsitzende der Notenbank wird. Aber solange die Aufseher über das Bankwesen aus der Bankenindustrie selbst rekrutiert werden, spricht man vielleicht von Regulierung, meint damit aber in Wahrheit Deregulierung, ganz wie beim Orwellschen Doppeldenk. Demokratie heißt Regierung durch das Volk. Plutokratie heißt Regierung durch die Reichen. In einer solchen Plutokratie herrschen typischerweise große Ungleichheit, geringe Aufstiegschancen und eine Verelendung der ausgebeuteten Arbeiterschaft. Seit Einführung des allgemeinen Wahlrechts sind die Stimmen der Armen eigentlich genauso viel wert wie die der Reichen. Doch der heutige Lobbyismus hat das politische System zu einem Selbstbedienungsladen für ein paar wenige Wohlhabende gemacht. Das System Goldman Sachs funktioniert so. Mit den Unternehmensgewinnen kauft man sich Einfluss in Washington, um die Gesetze so zu verändern, dass man größere Gewinne machen kann. Und mit diesen Gewinnen kauft man sich dann noch mehr Einfluss in Washington. Es ist wie ein Kreislauf, wie eine Maschine oder ein Wirtschaftsparasit, der so lange wächst, bis er seinen Wirt getötet hat. Goldman Sachs, eine der einflussreichsten Investmentbanken der Welt, rühmt sich damit, Gottes Werk zu verrichten. Mitarbeiter des Hauses besetzen oft führende Posten in Regierungen und Zentralbanken. Im September 2008, etwa einen Monat vor Beginn der Finanzkrise, änderte die selbsternannte Säule des freien Marktes ihren Status kurzerhand von Investmentbank in Geschäftsbank und stand damit unter staatlichem Schutz. Sozialismus für die Reichen kann so einfach sein.
Goldman Sachs agiert unheimlich effizient. Das Ziel ist es, Geld zu machen. Selbst große Bankräuber wirken dagegen wie bescheidene Amateure. Die Leute von Goldman Sachs sind riesige Bankräuber, aber alles ist völlig legal. Das System erlaubt ihnen, so zu handeln. In den letzten Jahren haben sie wertlose Kredite zu Paketen geschnürt, um sie für ein Heidengeld an ahnungslose Kunden zu verkaufen, mit enormen Gewinnen. Zur gleichen Zeit wetteten sie mithilfe der Versicherungsgesellschaft AIG auf den Ausfall dieser Pakete. Und sie wussten, dass sie faul waren. Sie schlossen also Kreditausfallversicherungen für genau die Kredite ab, die sie kurz zuvor an andere verhökert hatten. Während der Subprime-Krise machten die Goldman Sachs-Händler Michael Swenson und Josh Birnbaum einen Gewinn von 4 Milliarden Dollar, indem sie Hypothekenpapiere leer verkauften. Goldman Sachs nannte dieses Vorgehen intern The Big Short und wettete damit gegen seine eigenen Kunden. Senator Carl Levin lud daraufhin Bankchef Lloyd Blankfein vor den Kongress. Unter Eid sagte er aus: Es wurde viel von angeblich riesigen Leerverkäufen auf dem amerikanischen Häusermarkt gesprochen. Tatsache ist, 2007 und 2008 gab es von unserer Seite keine besonders großen Leerverkäufe von kreditbasierten Produkten. Es gab also weder größere Leerverkäufe auf dem Immobilienmarkt und schon gar nicht haben wir gegen unsere Kunden gewettet. The Big Short bescherte Goldman Sachs im Jahr 2007 einen Milliardengewinn. Erst viel später mussten sie dafür eine verhältnismäßig kleine Strafe zahlen. Jetzt sind sie zurück, größer und reicher als je zuvor, mit den größten Gewinnen der Firmengeschichte und riesigen Boni. Es geht ihnen ausgezeichnet. Dabei hat das meiste, um nicht zu sagen alles, was sie tun, praktisch keinerlei Nutzen für die Wirtschaft. Aber was spricht eigentlich dagegen, wenn talentierte Menschen viel Geld verdienen? Wenn sie neue, innovative Produkte auf den Markt bringen? Wenn sie dabei ein hohes persönliches und finanzielles Risiko eingehen und damit schließlich den Wohlstand der gesamten Welt steigern? Wenn ich in der Marktwirtschaft eine geniale Idee habe, sagen wir, ich baue ein Auto, das mit Heu fahren kann, dann will ich mit dieser Idee vielleicht nur reich werden. Wenn der Markt daraufhin aber sagt, meine Güte, das ist ja die beste Erfindung aller Zeiten, verdiene ich vielleicht Milliarden von Dollar. Gleichzeitig diene ich aber allen, die sich fortbewegen wollen. Und das ist doch die Stärke unserer Marktwirtschaft. Auch wenn es paradox klingt, ich kann meinen eigenen Interessen und zur gleichen Zeit denen der Allgemeinheit dienen. Doch welchen Vorteil hat die Allgemeinheit von den Boni der Banker? An heiligem Ort, in der St. Paul's Kathedrale zu London, gab Goldman Sachs Vizechef und Sprecher Lord Griffiths zu erkennen, wie manche Banker wirklich denken. Der gläubige Christ verteidigte die exorbitanten Boni mit folgender Begründung: Ich bin ein Mensch der Hoffnung, nicht des Verzagens. Und als solcher denke ich, wir müssen Ungleichheiten akzeptieren, um mehr Wohlstand und Chancen für alle zu schaffen. Das Christentum, aber auch der Islam und ebenso das Judentum sagen ganz klar, Wohlstand und Geld müssen geteilt werden. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Darauf fußen alle religiösen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Ökonomie. Doch wir beherzigen sie nicht mehr. Und ich finde es abstoßend, dass einige wenige immer mehr besitzen, während viele andere ihre Häuser und Jobs verlieren und ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und das alles wegen ein paar Bankern, die riesige Fehler gemacht haben und sich dafür auch noch enorme Boni auszahlen. Das ist einfach falsch. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht alle lautstark dagegen protestieren. Wenn reiche Leute behaupten, sie verdienten Respekt, weil sie mit ihrer Abzockerei viel Geld verdient haben, ist das einfach Propaganda. Natürlich, in jeder menschlichen Gesellschaft gibt es Menschen, die besser und andere, die weniger gut zurechtkommen. Aber zu sagen, wir brauchen diese Ungleichheit und deshalb muss eine Bank wie Goldman Sachs so und so arbeiten, ist vollkommen unlogisch.
Welche Rolle spielt Moral in der Wirtschaft? Viele Leute glauben, dass Adam Smith uns einen Freifahrtschein ausstellte, indem er gesagt hat, Moral spielt gar keine Rolle. Wenn alle ihren eigenen Interessen folgen, dann steigert dieses Verhalten, gelenkt von einer unsichtbaren Hand, den Wohlstand der Gesellschaft von selbst. Doch genau das hat Adam Smith eben nicht gesagt. Er wusste, dass Unternehmen der Gesellschaft schaden, wenn sie mit Kartellen und Monopolen Preise in die Höhe treiben. Er hat klar erkannt, wie wichtig Bildung ist und dass sie vom Privatsektor nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Ihm waren all diese Einschränkungen bewusst. Seine Nachfahren haben das einfach nur vergessen. Adam Smith gilt als der Vater der klassischen Ökonomie. Seit der Veröffentlichung seiner Thesen wurden sie zum Spielball der Politik. Und die Finanzwelt scheint die Regeln in diesem Spiel zu bestimmen. So predigt Lord Griffiths einen hemmungslosen Individualismus, der zuerst die Banker und dann uns alle reich machen soll. Er bezieht sich dabei auf die Trickle-Down- bzw. Pferdeäpfel-Theorie. Gibt man einem Pferd genug Hafer, können sich von dem Pferdeäpfeln auch die Spatzen ernähren. Konzentriert sich der Reichtum also auf eine kleine Minderheit, sickert er am Ende nach unten durch. Doch das funktioniert leider nicht. Denn wenn das Geld am unteren Ende der Pyramide angekommen ist, hat es seine Kaufkraft längst eingebüßt. Die Menschen fragen sich völlig zu Recht, wie konnte es so weit kommen? Und warum haben unsere Politiker diesen Irrsinn bloß zugelassen? Unsere politischen Prozesse haben einen großen Makel. Er besteht in der Abhängigkeit von Lobbyisten und Parteispenden. Wie viele andere bin ich daher der Meinung, dass wir unsere politischen Prozesse neu strukturieren müssen. Das heißt, mehr Mitspracherechte für die Bürger und weniger Einfluss für diejenigen Interessengruppen, die das Steuersystem und sonstige Regeln so stark zu ihren Gunsten verändert haben. Ich stand an der Schwelle zu Colin Powells Haus, schaute ihn an und fragte, und was jetzt, Boss? Er sagte, was meinen Sie damit? Naja, was tun Sie als nächstes? Oh, sagte er, ich werde ein Buch schreiben. Ich weiß, sagte ich, aber damit werden Sie nicht bis ans Lebensende beschäftigt sein. Also, was kommt danach? Er antwortete, vielleicht ein Ministeramt, aber zuallererst Geld. Geld, fragte ich? Ja, Millionen. Ohne die wird man kein Minister mehr in Amerika. Oh, wow. Solange Demokraten und Republikaner derart eng mit den Konzernen verbunden sind, werden wir niemals eine gute Regierung für dieses Land bekommen. Ungerechtigkeit unseres Geld-, Banken- und Politiksystems hat nicht nur Konsequenzen im Inland. Seine Auswirkungen manifestieren sich vielmehr weltweit. Westliche Politiker haben uns die Militäreinsätze im Irak, in Afghanistan und Pakistan als moralische Verpflichtung verkauft. Aber war das wirklich das einzige Motiv?
Die ersten Profiteure der amerikanischen Außenpolitik sind das Militär. Und besonders jene, die es mit Waffen und Ausrüstung versorgen. Die Armee mag Kriege gewonnen haben. Aber hat sie damit auch ihrem eigentlichen Ziel gedient? Dem Sieg über den Terrorismus? Die Drohnenangriffe waren nicht nur ein militärischer Fehlschlag. Sie haben den Extremismus ganz im Gegenteil sogar befördert. Sie radikalisierten die Jugend an der Nordwestgrenze in Punjab, ja in ganz Pakistan. Nicht wenige haben das Gefühl, die Amerikaner wollten Pakistan damit gezielt destabilisieren. Ich bin da etwas vorsichtiger, aber den Befürwortern dieser Politik muss klar sein, dass auf einen Drohnenangriff, der 10 sogenannte Terroristen umbringt, 500 neue Extremisten folgen, weil sie solche Attacken als Angriff auf die Souveränität Pakistans verstehen. Um die militanten Anführer im Swat-Tal loszuwerden, hätte es keine groß angelegte Militäraktion gebraucht. Sie führte lediglich dazu, dass die meisten Einwohner dieses Gebiet verließen. Von 2,3 Millionen Flüchtlingen in unserem Land kommen allein 1,8 aus dem Swat-Tal. Es ist mittlerweile wie leergefegt. Das wäre nicht nötig gewesen. Mit einer gezielten Kommandoaktion hätte man sie genauso gut bekommen. Stattdessen ließ man sie entkommen. Alle. Nach dem Militär profitieren als nächstes die Organisationen, die ein betroffenes Land wieder aufbauen sollen. Für die Menschen im Westen klingt es zunächst gut, wenn sie hören, dass zig Milliarden frisch gedruckter Dollar in Entwicklungsländer fließen, um dort eine Infrastruktur zu errichten. Doch oft genug bleiben die Programme hinter ihren Zielen zurück. Was steckt also hinter dieser vermeintlich großzügigen Hilfe? Economic Hitmen wie ich haben das erste echte globale Imperium geschaffen. Und das praktisch ohne militärische Mittel. Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, aber die einfachste ist die folgende. Wir suchen uns ein Entwicklungsland, das begehrte Rohstoffe hat, sagen wir Öl. Dann organisieren wir einen Kredit von der Weltbank. Das Geld kommt aber nicht dem Land, sondern unserer Firma zugute. Wir bauen damit Infrastruktur, wie Kraftwerke, Autobahnen oder Industriegebiete. Von all dem profitieren neben unserer Firma allenfalls ein paar reiche Familien des Landes. Die Mehrheit der Bevölkerung hat davon gar nichts. Die Menschen sind viel zu arm, um sich Strom oder Autos leisten zu können. Sie finden auch keine Arbeit in der Industrie. Alles, was ihnen bleibt, sind ein Haufen Schulden. Infrastrukturprojekte, die mit Krediten der Weltbank oder des IWF finanziert und vom Westen durchgeführt wurden, haben lediglich den Eliten und der herrschenden Klasse genutzt. Den kleinen Leuten haben sie gar nichts gebracht. Viel Geld geht an die Berater und die westlichen Unternehmen, die enorm hohe Rechnungen stellen. Für die eigentlichen Projekte und damit die normalen Leute bleibt da nicht mehr viel übrig. Außerdem verdienen die Landbesitzer, weil die neue Infrastruktur auf ihrem Grund und Boden errichtet wird. Für die ohnehin schon arbeitslose Bevölkerung dagegen entstehen bei alledem nicht mal Jobs. Sie kann nichts herstellen oder verkaufen, um an dem Aufschwung teilzuhaben. Und was tun die Menschen in so einer Situation? Sie suchen Zuflucht bei den Taliban, weil sie sehen, wie der Feind ins Land kommt und ihnen auch noch das Wenige nimmt, was sie haben. Wie ich höre, will Präsident Obama 7,5 Milliarden Dollar in die pakistanische Infrastruktur investieren, um die Armut zu bekämpfen und den Anti-Amerikanismus zurückzudrängen. Darauf können wir gut verzichten. Wie immer er auf diese Idee gekommen ist, es ist die schlechteste Idee von allen. Diese Art Hilfe wird der Sache eher schaden. Sie macht alles nur noch schlimmer und trägt diesen wahnwitzigen Krieg gegen den Terror auch noch in die entlegensten Winkel des Landes. Wie selbstlos ist die US-Außenpolitik wirklich? Und welchen Einfluss üben die Banken und Konzerne aus, die so stark von ihr profitieren?
Amerikas missionarischer Eifer bei der Verbreitung der Demokratie ist extrem widersprüchlich. Das fängt schon damit an, dass die Demokratie mit Waffengewalt eingeführt werden soll oder dass Regierungen bekämpft werden, die zwar demokratisch sind, aber halt nicht so, wie die USA sich das vorstellen. Ganz ähnlich sieht es bei der Forderung nach freien Märkten aus. Amerikanische Firmen, besonders die Finanzindustrie, verdienen das meiste Geld in Ländern, die sich gerade entwickeln. Natürlich sollen dort freie Märkte entstehen, aber bitte nicht zu frei und zu transparent. Das meiste Geld lässt sich nämlich verdienen, wenn Unklarheit herrscht. Wen wundert es noch, dass in unterentwickelten Ländern Kriege geführt werden, wenn für die entwickelten Länder dort so viel Geld zu verdienen ist? Und zwar ohne Risiko und vor allem ohne jemals Zeuge des eigenen Handelns zu werden. Was kümmern mich 5 Millionen afrikanische Kinder, die letztes Jahr gestorben sind, wenn ich selber 1 Million Pfund Bonus bekomme? Wenn ich mit alten Kollegen über so etwas rede, hören sie mir immer ganz höflich und aufmerksam zu. Und am Ende sagen sie, hey Tarek, schön dich mal wieder gesehen zu haben. Und dann gehen sie zurück ins Büro und fädeln den nächsten Kredit für Tansania ein. Ich kenne eine ganze Reihe von angeblichen Terroristen. Ich habe sie getroffen. Ich habe sie für meine Bücher interviewt. Ich kenne sie aus meiner Zeit als Wirtschaftskiller. Aber ich habe keinen einzigen getroffen, der Terrorist sein wollte. Was sie wirklich wollten, war, mit ihren Familien auf ihren kleinen Bauernhöfen leben. Aber diese Bauernhöfe gibt es nicht mehr. Sie wurden beim Bau eines Wasserkraftwerks überschwemmt oder sie mussten einem Ölbohrturm weichen. Jetzt können sie ihre Kinder nicht mehr ernähren, weil ihr Hof zerstört wurde oder die Fischgründe vernichtet wurden, wie im Fall der somalischen Piraten. Das ist der Grund, warum sie zu Terroristen wurden. Natürlich gibt es immer ein paar Irre, Leute, die zu Serienkillern werden, Leute wie Osama bin Laden. Doch sie finden erst dann eine Anhängerschaft, wenn Menschen zum Opfer von schrecklichen Ungerechtigkeiten werden, wenn sie Hunger leiden, wenn sie bestohlen werden. Erst dann greifen Menschen nach der Alternative, die ihnen diese Irren anbieten. Wenn wir also in unserer Heimat vor Terroristen sicher sein wollen, dann müssen wir endlich die ganze Welt als unsere Heimat begreifen. Was ist eigentlich ein Terrorist? Viele der Menschen, die wir so bezeichnen, würden sich wahrscheinlich eher Freiheitskämpfer nennen. Könnte man den Vorwurf des Terrorismus also nicht genauso gut gegen westliche Firmen, gierige Spekulanten und korrupte Politiker erheben? Wenn wir über Terroristen sprechen, reden wir immer über das, was sie uns antun und nie über das, was wir ihnen antun. Natürlich können ihre Taten schrecklich sein, wenngleich sie nur ein Bruchteil dessen sind, was wir so treiben. Nehmen wir den 11. September. Vielleicht der schlimmste Terroranschlag der Geschichte. Aber es hätte noch schlimmer kommen können. Angenommen, Al-Qaida hätte Washington und das Weiße Haus angegriffen und den Präsidenten getötet. Und dann hätten sie eine Militärdiktatur errichtet, ein paar Ökonomen installiert und die Wirtschaft in die schlimmste Krise aller Zeiten geführt. Das wäre schlimmer gewesen als der 11. September. Und ich denke mir das nicht etwa aus. Genau das ist passiert. Wir sprechen von dem, was am 1. 11. September geschehen ist, in Chile. Am 11. September 1973 wurde der demokratisch gewählte Präsident Chiles, Salvador Allende, Opfer eines Putsches. General Augusto Pinochet ergriff die Macht und regierte das Land bis 1990. Politische Dissidenten wurden systematisch unterdrückt. Tausende wurden verhaftet und ermordet. Wo saßen die Drahtzieher dieses 1. 11. September? Ganz einfach, in Washington, London und so weiter. Aber darüber spricht keiner mehr. Es ist ein ideologischer Grundsatz, dass wir über unsere eigenen Verbrechen hinwegsehen. Und gleichzeitig überhöhen wir die Verbrechen der anderen und die edle Haltung, mit der wir dagegen vorgehen. Wenn die wirtschaftliche Ungleichheit weiter zunimmt, bleibt das Grundproblem des sogenannten Terrorismus bestehen. Wenn es die Politiker mit ihrem Kampf gegen den Terrorismus wirklich ernst meinen, müssen sie bei sich zu Hause beginnen und echte strukturelle Reformen durchführen. Solange Bankimperien ihre Jagd nach profitträchtigen Infrastruktur- und Schuldendeals fortsetzen,
wird der Westen weiter nichts als Ungerechtigkeit exportieren. Millionen werden fliehen. Der Terrorismus wird gedeihen und der Neokolonialismus wird verantwortlich sein für unzählige Tote auf der ganzen Welt. Unsere Welt hat sich verändert. Früher war sie relativ leer. Heute dagegen ist sie ziemlich voll. Voll mit uns Menschen und genauso voll mit dem, was wir produziert haben. In meiner Lebenszeit hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Die Menge unserer Autos dagegen, unserer Häuser, Boote und all der anderen Dinge, die eine Belastung für die Umwelt darstellen, hat sich weit mehr als verdreifacht. Die Welt ist heute also voll von dem, was man menschengemachtes Kapital nennen könnte. Und dieses Kapital verdrängt gleichzeitig alles, was ursprünglich da war, sprich das natürliche Kapital. Betrachtet man die entwickelte Welt, so sind wir die erste Generation, die von weiterem Wirtschaftswachstum eigentlich nicht mehr profitieren kann. Über Jahrhunderte hinweg war der beste Weg zur Steigerung der Lebensqualität die Steigerung des materiellen Wohlstands. Dadurch konnte die Lebenserwartung erheblich erhöht und das gesamte gesellschaftliche Wohlbefinden verbessert werden. Doch all das ist mittlerweile vom Wirtschaftswachstum entkoppelt. Die Lebenserwartung steigt weiter, genauso Zufriedenheit und Wohlstand. Aber das geschieht mittlerweile völlig unabhängig vom Ausmaß des Wachstums. Unser egoistisches Wirtschaftssystem streut uns Sand in die Augen. Je höher das Wachstum, desto größer wird die Armut. In Wahrheit plündern wir also nur unseren Planeten. Es ist höchste Zeit, auch den westlichen Fortschrittsbegriff zu überdenken. Meine Sicht auf die Welt gleicht der des Ölkonzerns Royal Dutch Shell, der eine der weltweit besten Strategieabteilungen unterhält. Da gehen sie von zwei Zukunftsszenarios aus. Das erste nennt sich Blueprint. Hier gehen die politischen Führer der Welt aufeinander zu und diskutieren über Themen wie Energiewende, Erderwärmung und schwindende Ölreserven. Das zweite Szenario heißt Scramble. Wie der Name schon andeutet, herrscht dort das reinste Chaos. Beide Szenarios enden im Jahr 2075. Und erstaunlicherweise enden sie praktisch mit demselben Ergebnis. Wir werden einen Verteilungskampf erleben. Der einzige Unterschied: im Blueprint-Szenario wird Blut fließen. Beim Scramble-Szenario dagegen wird viel Blut fließen. Ölfirmen müssen immer tiefer bohren, weil das leicht zugängliche Öl längst erschlossen und weitgehend aufgebraucht ist. Auch die Entdeckung bedeutender Metallvorkommen wird immer seltener. Dazu sind 40% der weltweiten Agrarflächen ernsthaft geschädigt. Und die ohnehin schon ungleich verteilten Ernteerträge unterliegen immer stärkeren Schwankungen. Vielleicht ist es also gar nicht der Klimawandel, der die eigentliche Umweltkatastrophe darstellt, sondern die Erschöpfung der Ressourcen. Wir werden Kämpfe erleben, etwa um Agrarflächen. Die Vereinten Nationen nehmen an, dass wir bald 9 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Die müssen alle ernährt werden. Dazu werden fossile Brennstoffe nicht mehr verfügbar sein. Shell behauptet, dass es schon 2075 soweit ist. Und dann wird es Verteilungskämpfe um Wasser und andere Ressourcen geben. Wenn die führenden Politiker zusammenarbeiten, könnte das alles halbwegs glimpflich ablaufen. Oder es könnte im totalen Chaos enden. Shell geht übrigens von Letzterem aus.
So wie die Babyboomer bei der Generationengerechtigkeit versagt haben, könnte unser überholtes Wettbewerbsdenken die Welt an den Rand des Abgrunds bringen. Unser Wirtschaftssystem baut auf Individualität, Wettbewerb und gegenseitigen Vergleich. Und das, obwohl wir unseren Fortschritt vor allem einer Eigenschaft zu verdanken haben: unserer Fähigkeit, zusammenzuarbeiten. Wenn man sich die Tierwelt anschaut, gibt es überall ein enormes Konfliktpotenzial. Das liegt daran, dass alle Tiere einer Art dieselben Bedürfnisse haben. Sie kämpfen also gegeneinander um Nahrung, Sicherheit, Brutstätten, Territorien, Geschlechtspartner und so weiter und so fort. Für uns Menschen gilt das nicht. Wir haben die Wahl. Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können wählen, wen wir lieben, wen wir unterstützen und mit wem wir kooperieren. Genau das unterscheidet uns von den Tieren. Wir haben die Wahl zwischen Gut und Böse. Sie können also mein größter Feind sein oder mein bester Freund. Um ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse weiterhin zu befriedigen, müssen fortschrittliche Gesellschaften beginnen, lokal statt global zu denken. Es geht um Gemeinschaftssinn und das Übernehmen von Verantwortung füreinander. Nicht der Konsum, sondern die Produktion ermöglicht ein erfülltes Leben. Denn eins steht fest: Allein der Konsum macht uns nicht glücklich. Hätte man einem Menschen vor 100 Jahren erklärt, dass seine Nachfahren in diesem unglaublichen Wohlstand leben dürfen, mit allem Komfort wie Zentralheizung und sogar der Möglichkeit, Essen einfach wegwerfen zu können, dann hätte dieser Mensch geglaubt, dies müsste die absolute Harmonie bedeuten und rosige Zeiten. Doch tatsächlich gibt es in unseren Gesellschaften einen erstaunlichen Kontrast zwischen materiellem Erfolg und sozialem Versagen. Unsere Wachstumsgesellschaft verlangt, dass wir den Konsum zu unserem Gott erheben. Das Ziel des Lebens wird reduziert auf den Satz: Nur wenn du was hast, bist du was. Überrascht es da noch, dass Antidepressiva sich besser verkaufen als je zuvor? Es ist eine Tatsache, dass sich die Weltwirtschaft in den letzten Jahren auf zwei Dinge gründete: dem Militär und der Produktion von Sachen, die eigentlich niemand braucht. Und trotzdem wollen wir sie unbedingt haben. Das Konsumdenken entspringt unserer sozialen Disposition. Wir wollen vor den anderen gut dastehen. Wir erleben uns selbst durch ihre Augen. Mit all diesen Gefühlen wie Scham, Enttäuschung oder Stolz, vielleicht sogar Neid. Alle Güter dienen letztlich dazu, uns gegenüber anderen Menschen in einer völlig befremdlichen Hierarchie einzuordnen. Was wirklich gelitten hat, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Familienleben, Dinge, die wirklich von Bedeutung sind. Geld allein macht uns nicht glücklich. Wenn man einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, bedeutet noch mehr zu haben nicht besonders viel. Was uns wirklich glücklich macht, sind andere Menschen und unsere Beziehung zu ihnen. Doch genau die haben in den letzten 30 Jahren gelitten. Wir vertrauen einander immer weniger, wir sprechen immer seltener miteinander. Immer weniger Leute heiraten. Dazu wird die Ehe mehr und mehr entwertet. Alles, was uns als Menschen ausmacht, all unsere bedingungslose Zuneigung, ging verloren oder wurde beschädigt. Das ist das Vermächtnis der letzten 30 Jahre. Wenn wir unser Leben nicht wieder in den Griff bekommen und menschlicher machen, wird es nicht nur hässlicher, härter und kürzer, sondern vor allem sehr einsam sein. Dem Westen wird langsam klar, dass sein zivilisatorisches Projekt scheitert. Man war so fest davon überzeugt, dass viele erfolgreiche Individuen in der Summe auch eine erfolgreiche Gesellschaft ergeben. Nun aber wird deutlich, dass individueller Erfolg ohne einen Gemeinschaftssinn vollkommen wertlos ist. Die Devise lautete: Leb dein Leben, sei anspruchsvoll, setz dir Ziele, kremple die Ärmel hoch, dann hast du Erfolg für dich und wirst mit dir selbst glücklich sein. So zu leben heißt jedoch, in einem Glasgefäß isoliert zu sein. Und irgendwann geht dir der Sauerstoff aus.
Menschen sind aber deshalb lebendig, weil sie nach Bindungen streben. Ihr Antrieb sind Zuneigung und Liebe. Und das bedeutet, auch der erfolgreichste Einzelgänger bricht über kurz oder lang in sich zusammen. Wer den Sinn des Lebens sucht, muss ihn außerhalb des eigenen Selbst suchen. Dabei spielt es keine Rolle, worauf sich dieser Sinn bezieht. Die Hauptsache ist, dass es sich um einen positiven, gesellschaftsbezogenen Wert handelt. Wer dagegen nur die eigenen Ziele verfolgt, folgt dem Weg in den Abgrund, wie Nietzsche das formuliert hat. Man löst sich einfach darin auf. Eine der mächtigsten kulturellen Institutionen, die unser westliches Denken prägen, ist der Hollywood-Film. Er folgt immer dem gleichen Schema. Es gibt Anfang, Mittelteil und ein Ende. Dazu gibt es dramatische Elemente, Spannung und zum Schluss eine Lösung. Außerdem sind da normalerweise ein Held und ein Bösewicht. Und natürlich geht es immer um menschliche Geschichten. Die Art und Weise, wie Hollywood uns diese Geschichten erzählt und wie darin kommuniziert wird, hat nun viel damit zu tun, wie die Menschen die Finanzkrise betrachten. Sie schauen auf Anfang, Mittelteil und das Ende. Sie sehen etwa das Drama um Lehman Brothers und natürlich verlangen sie nach einer Lösung. Sie wollen die Bösen genauso sehen wie die Opfer. Sie konzentrieren sich auf ein paar Schlüsselfiguren und vergessen dabei, dass dieses Problem vielleicht gar nicht mit ein oder zwei Personen zusammenhängt, sondern dass es systemisch ist. Dass sich fast jeder von uns mitschuldig gemacht hat. Und sei es nur, weil wir nie nachgefragt haben, warum das Geld eigentlich so lange so billig war. Vielen von uns fällt es schwer, die Krise als systemisches Versagen zu begreifen. Einfach deshalb, weil es keine gute Geschichte ist. Vielleicht liegt es an diesem Gefühl der Hilflosigkeit, dass wir die eigentlichen Probleme nicht mehr verstehen. Das Wirtschaftssystem des Westens ist krank. Um es zu heilen, brauchen wir mehr als salbungsvolle Worte. Ein System, das die Menschen eigentlich beschützen soll, hat sich in ein System verwandelt, das mit uns auf den Abgrund zusteuert. Und das sind die Ursachen. Ein Finanzsystem voller Habgier. Die Eskalation organisierter Gewalt. Schreiende Armut von Milliarden und nicht zuletzt eine Umwelt vor dem Kollaps. Die vier Reiter der Apokalypse sind in vollem Galopp. Und das nur, weil unsere Schulen, Universitäten und vor allem die Medien ein Denken unterdrücken, das die akzeptierten Normen in Frage stellt. Stattdessen herrscht Teilnahmslosigkeit. In gewissem Sinne stecken unsere Gesellschaften in einer Depression. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir hilflos sind, dass wir keine Alternative haben, dass wir die Umweltprobleme niemals in den Griff bekommen werden oder dass wir in einer Ellenbogengesellschaft leben. Darüber haben wir völlig vergessen, dass viele unserer Probleme allein dadurch lösbar wären, die Einkommensunterschiede zu verkleinern. Wenn wir wirklich wollten, könnten wir sehr wohl eine Gesellschaft errichten, in der es allen besser geht. Unsere Teilnahmslosigkeit ist in gewisser Weise gesteuert, weil bestimmte Dinge in den Medien einfach nicht diskutiert werden. Und das ist auch kein Wunder. Denn die Medien werden vom Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor finanziert. Aber das erzählt man den Menschen natürlich nicht.
Es gibt Falschinformationen, Schuldzuweisungen, Leugnen der wirklichen Zusammenhänge. Aber das sind alles bewusste Strategien. Selbst im Bildungsbereich. Banken etwa helfen bei Universitätsgründungen. Sie finanzieren Thinktanks, unterhalten Bildungsstiftungen oder kaufen Zeitungen auf. Das alles dient der Propaganda und täuscht die Menschen über die tatsächlichen Probleme hinweg. Man sollte nicht glauben, dass man all diese Dinge nicht verstehen kann, nur weil man nicht BWL oder Jura studiert hat. Die Zusammenhänge sind nicht komplex. Sie sind im Gegenteil sehr einfach. Es geht um Macht und Demokratie, und das verstehen Sie genauso gut wie ich. Eine Quelle der Desinformation ist die neoklassische Wirtschaftstheorie. Deren Vertreter haben die Welt glauben gemacht, dass allein ihre Modelle der Wahrheit entsprechen. Aber genauso wie Gutenberg die Welt mit der Erfindung der Druckerpresse revolutioniert hat, kann heute das Internet dabei helfen, den Nebel der Unkenntnis aufzulösen, in den uns die Ökonomen und die Medien jahrelang eingehüllt haben. Aber die Kontrolle unseres Denkens geht weiter. Die neoklassische Theorie wird ungebremst gelehrt. Vor allem an den Spitzenuniversitäten. Ich bekomme manchmal Briefe von Studenten anderer Wirtschaftsfakultäten. Und in diesen Briefen stehen Dinge wie: Ich habe einige Sachen von Ihnen gelesen, die mich wirklich interessieren. Aber bei uns an der Uni wird das alles nicht mal diskutiert. Welchen Rat geben Sie mir? Was soll ich tun? Meine Antwort ist dann immer: Du musst dich dem widersetzen, was sie dir beibringen wollen. Zumindest einem Großteil davon. Vieles mag hilfreich sein. Also mach weiter und lerne es. Und der Rest hilft dir, den Feind besser zu verstehen. Ein Mensch allein kann das System nicht ändern. Aber er kann sich selbst ändern. Wenn wir also nicht das Richtige lernen, dann müssen wir uns eben selbst helfen. Etwa indem wir uns wieder mit den klassischen Ökonomen beschäftigen. Und vor allem mit einem Thema, das uns alle angeht. Dem Geldsystem. Wenn das weltweite Geldsystem nicht reformiert wird, steuern wir unweigerlich auf das Ende der industriellen Zivilisation zu. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es auch das Ende der Menschheit wäre. Aber so, wie wir die Welt kennen, wird es sie nicht mehr geben. Denn auch wenn die Verantwortlichen es nicht zugeben wollen, eines steht fest: Fiat-Geld kann nicht funktionieren. Das Fiat-Geldsystem wurde vom Menschen erfunden und es wurde von ihm missbraucht. Aber gibt es ein Geldsystem, das wirklich unabhängig ist? Wenn man sich die Naturgesetze und das Gold ansieht, würde ich Gold als natürliche Form des Geldes beschreiben. Alles Gold, das jemals gefördert wurde, ist immer noch da. Wenn man es zusammenbringt, füllt es ungefähr 2,5 olympische Schwimmbecken. Das Interessante ist, dass diese Goldmenge jedes Jahr um etwa 1/4% wächst, also annähernd so schnell wie die Weltbevölkerung. Und ebenso schnell wie die Summe der globalen Vermögen. Das bedeutet, dass die Kaufkraft von Gold auf lange Sicht ziemlich stabil ist, weil sich Angebot und Nachfrage ungefähr ausgleichen. Um Freiheit zu gewährleisten, braucht man unbedingt eine stabile Währung. Gold ist der einzige Weg, das zu erreichen, weil sich Gold der Kontrolle der Politiker entzieht. Die moderne Geldschöpfung hat uns zu chronischer, exzessiver Verschuldung verführt. Auf allen Ebenen der Gesellschaft. Schulden gelten mittlerweile als völlig normal. Aber das sind sie nicht. Sie sind eine Form der Sklaverei. Wann hinterfragen wir sie endlich? Und was können wir tun? Das klassische Beispiel für einen Schuldenschnitt ist das deutsche Wirtschaftswunder ab 1947. Die Alliierten strichen damals alle nationalen und internationalen Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Löhne der letzten paar Wochen und kleiner Bankguthaben, damit man sich in der nächsten Zeit etwas zu essen kaufen konnte.
Man würde also einfach dem Konzept der deutschen Währungsreform von 1947 folgen und hätte einen schuldenfreien Neustart. Dabei müsste nicht einmal jemand enteignet werden. Es würden lediglich die Ersparnisse gestrichen, die den Schulden gegenüberstehen. Das wäre nicht die schlechteste Idee, wenn man bedenkt, dass allein das oberste Prozent der Amerikaner ein Vermögen besitzt, das noch nie in der Geschichte so groß war wie heute. Auch unser Steuersystem bedarf der Reform. Im Moment zahlen wir vor allem Steuern auf das, was wir produzieren. Vielleicht wäre es sinnvoller, das zu besteuern, was wir konsumieren. Wie vielen Menschen ist eigentlich klar, dass die Gründerväter Amerikas niemals die Absicht hatten, die Arbeit ihrer Bürger zu besteuern, die Einkommensteuer also sogar ablehnten? Das aktuelle Steuersystem hat seinen Ursprung allerdings in England und es übertölpelte die ganze Welt. Der Kern eines neuen Steuersystems wäre eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Damals gab es eine zentrale Abgabe, und zwar die auf Landbesitz und darauf, was dieser Besitz abwirft. John Stuart Mill nannte das den verdienstlosen Zuwachs. Er meinte damit das Einkommen, das die Landbesitzer erwirtschaften, wenn sie schlafen. Wer hat denn das Öl, die Kohle oder das Eisen erschaffen? Das sind alles Dinge, mit denen der Mensch nichts zu tun hat. Sie aus der Erde zu holen, ist mit Anstrengung verbunden, das ja, aber ihre bloße Existenz ist es nicht. Deshalb sind die Gewinne, die man mit Rohstoffen macht, eine wunderbare Quelle der Besteuerung. Und wenn man sie besteuert, würde das zudem zu einem sorgsameren Umgang mit Ressourcen im Allgemeinen animieren. Deshalb wäre eine solche Steuer ein ausgezeichnetes Mittel. Viel besser als Steuern auf Arbeit oder Kapital. Wenn die Regierungen den Landbesitz besteuern würden, also etwas, das die Natur uns gegeben hat, nichts, was von Menschenhand geschaffen wurde, dann müsste man einerseits keine Löhne mehr besteuern. Man könnte weiterhin auf die Verbrauchssteuern verzichten und damit die Produktpreise reduzieren. Und schließlich würde man ein weiteres Anwachsen von Unternehmenssteuern verhindern. Ein solches Steuersystem wurde von allen klassischen Ökonomen gefordert. Es wäre dazu geeignet, die globale Armut zu lindern, indem es die Einnahmen aus Ressourcen in den Entwicklungsländern belässt. In der westlichen Welt würde es bei der Immobilien- und Schuldenkrise helfen und überdies einen neuen Unternehmergeist fördern, den unsere stagnierenden Wirtschaften so dringend brauchen. Vielleicht sollten wir aber auch einen Gedanken zum Leben erwecken, der noch aus der Zeit der industriellen Revolution stammt. Die Idee, dass die Menschen, die in einer Fabrik arbeiten, diese Fabrik auch besitzen sollten, ist tief in der Kultur der Arbeiterklasse verwurzelt. Zu Beginn der industriellen Revolution, Ende des 19. Jahrhunderts, war das für die Arbeiter völlig normal. Natürlich sollte denjenigen, die in einer Mühle arbeiten, die Mühle auch gehören. Alles andere wäre ein Angriff auf ihre Rechte als freie Bürger gewesen. Das Gleiche gilt in der Frage der Lohnarbeit. Das ist praktisch Sklaverei. Der einzige Unterschied zur Sklaverei besteht darin, dass Lohnarbeit nur für eine befristete Zeit unfrei macht. Einer der Wege, wirklich frei zu sein, ist daher, seine Produktionsstätten zu besitzen. Und das ist nicht etwa weltfremd. Auch Abraham Lincoln hat das so gesehen. Es war sogar ein Prinzip der Republikanischen Partei. Es hat viel Mühe gekostet, den Leuten diese Ideen auszutreiben. Aber sie sind weiter lebendig und relevant. Der griechische Philosoph Platon sagte, das Verhältnis zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Lohn solle nicht mehr als 6:1 betragen. 1923 sah der Bankier J.P. Morgan ein optimales Verhältnis bei maximal 20:1. Heutzutage gibt es allerdings Unternehmen, bei denen der Lohnunterschied zwischen ganz oben und ganz unten bei 500 oder gar 1000:1 liegt. Wenn man sich im Bereich von 500:1 befindet, dann werden aus Reichen und Armen beinahe verschiedene Spezies. Sie sind dann nicht mehr länger Mitglied derselben Gemeinschaft. Wenn die Klassenunterschiede derart groß werden, geht nicht nur der Gemeinschaftssinn verloren. Es wird unglaublich schwierig, eine solche Gemeinschaft überhaupt noch zu bilden. Von dem Erhalt guter, freundlicher Beziehungen einmal ganz abgesehen. Wann immer die Öffentlichkeit ihrem Ärger über derart ungleiche Einkommen Luft macht, greifen ihre Befürworter in die Trickkiste der Psychologie und zitieren den englischen Ökonomen Herbert Spencer.
Er prägte den Begriff Survival of the Fittest. Diese These wird dann gerne angeführt, um die Exzesse zu rechtfertigen. Wettbewerb in einer Marktwirtschaft ist gut, aber nur dann, wenn es dabei fair zugeht. Monopolisten besitzen nur deshalb so viel, weil sie in einem manipulierten System agieren. Im Moment spielt die Fitness großer Teile der Weltbevölkerung darin überhaupt keine Rolle. Diejenigen, die für diese Krise bezahlen, haben sie nicht verursacht. Aber diejenigen, die sie verursacht haben, werden diesen Film mit Sicherheit als sozialistisches oder gar marxistisches Machwerk abtun. Ich bin ein Kapitalist. Ich will Geschäfte machen. Ja, ich glaube an die grundlegenden Regeln des Kapitalismus. Und das ist genau der Grund, weshalb ich entsetzt bin, wenn diese Prinzipien von Monarchen oder Monopolisten oder von der Wall Street kaputt gemacht werden. Das ist völlig inakzeptabel. Ich bin Kapitalist. Kapitalismus kann was. Und es geht nicht darum, den Kapitalismus loszuwerden, sondern nur seine Auswüchse. Kapitalismus, oder besser gesagt die Marktwirtschaft, hat nicht nur eine Zukunft, eine Welt ohne sie ist für mich sogar unvorstellbar. Die Frage ist nur, welche Form von Kapitalismus, welche Form von Marktwirtschaft? Ein reformierter Kapitalismus mit einem unabhängigen Geldsystem, mit Verbrauchs- statt Einkommenssteuern und mit Unternehmen in Arbeitnehmerhand wäre der Anfang einer neuen Wirtschaftsordnung. Wir müssten endlich nicht mehr wachsen, nur um unsere Schulden zu bezahlen. Wir haben die sogenannten freien Märkte über Jahrhunderte erduldet. Doch der Fortschrittsglaube, der dahinter steckt, hat längst begonnen, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Es ist grotesk zu behaupten, dass es wissenschaftlich definierte Grenzen für den Markt gibt, die wir nicht ändern können. Aber genau das erzählen einem die Ökonomen. Wenn sie uns einmal von ihrer Wahrheit überzeugt haben, die sie allein deshalb für sich beanspruchen, weil sie einen Doktortitel haben, dann können sie uns in Zukunft alles erzählen. Und wir müssen es schlucken. Aber genau da müssen wir ansetzen. Die Grenzen des Marktes werden von der Politik bestimmt. Wenn man zurückdenkt, gab es viele Bereiche, die sich in den letzten 2-3 Jahrhunderten auf dem Markt verändert haben. Früher konnte man Dinge kaufen und verkaufen, die heute undenkbar wären. Nehmen Sie die Sklaverei oder die Kinderarbeit. Beides wurde abgeschafft. Die Grenzen des Marktes wurden also verändert. Und es gibt keinen Grund, warum wir das heute nicht wieder tun sollten. Vor 150 Jahren war es völlig normal, dass an jeder Straßenecke irgendwelche Chemikalien verkauft wurden. Das ist Medizin, wurde gesagt, sie wird dir helfen. Heute wäre das eine schwere Straftat. Das Gleiche wird man in 100 Jahren über das aktive Investitionsmanagement sagen. Die große Depression und die letzte Bankenkrise haben dieselbe Ursache. Im Namen des Wachstums wurde der Gesellschaft viel weggenommen. Und zwar von denen, die wenig dazu beigetragen haben. Multinationale Konzerne und Banken werden immer auf Kosten derjenigen wachsen wollen, die ihre Gewinne überhaupt erst ermöglicht haben. Immer wieder in der Geschichte sind die Menschen aufgestanden, um gegen Unterdrücker und ihre ungerechten und gewalttätigen Praktiken zu kämpfen. Aber wenn der Feind kein Gesicht mehr hat und das demokratische System unterwandert und von innen aushöhlt, kann ein Kampf dann noch erfolgreich sein? Natürlich können wir es schaffen. Es ist ein Kreislauf. Wir sind nicht die Sklaven unserer Schulden. Wir fühlen uns vielleicht wie Ratten in einem Laufrad, das einem anderen gehört. Ja, die Finanzwirtschaft wächst. Sie organisiert sich. Es wird viel Geld verdient und es ist leicht, Politiker zu kaufen. Aber das Wesen der amerikanischen Demokratie ist die wiederholte Konfrontation. In den 1830er Jahren besiegte Andrew Jackson die zweitgrößte Bank der USA. Im frühen 20. Jahrhundert Theodore Roosevelt, J.P. Morgan und Johnny Rockefeller. Und in den 30ern Franklin Delano Roosevelt sogar die gesamte Wall Street. Jetzt sind wir in der Reihe. Der einzige Grund, warum ich Optimist bin und kein Zyniker oder Pessimist, sind meine Studenten. Erstens hat keiner von denen Lust, an die Wall Street zu gehen. Ganz im Gegenteil. Und zweitens verachten sie Leute, denen es nur ums Geld geht, die nichts anderes wollen als das. Die gegenwärtige Krise,
ist menschengemacht. Und was von Menschen gemacht wurde, kann von Menschen verändert werden. Und das bedeutet, jeder von uns kann die Welt verändern. Es geht um eine Revolution des Geistes. Wenn sich die Menschen organisieren und die Probleme offen ansprechen, ist diese Revolution möglich. Sie wird friedlich sein und diejenigen treffen, die unsere Wirtschaft ins Chaos geführt haben. Das Bankensystem, gezinkter Kapitalismus, Grundbesitzspekulationen, die Besteuerung der Einkommen und die neoklassische Wirtschaftsdoktrin haben unsere Demokratie gekapert, dem Interesse der Menschheit geschadet und die Zukunft des Planeten aufs Spiel gesetzt. Wenn wir nicht handeln, wird die nächste Krise unausweichlich kommen und ihr Ausmaß wird unvorstellbar sein. Doch vergessen wir für einen Moment die Propaganda. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Politik des billigen Geldes zu einer enormen Blase am Immobilienmarkt geführt. Und das in einer Welt, deren Steuersysteme weiterhin allein die Reichen bevorzugen. Die neoklassische Ökonomie hat das Leben der Ärmsten der Armen ruiniert. Sie hat den Generationenkonflikt angeheizt und unendliches Leid geschaffen. Verrückt werden wir alle gemeinsam. Zur Besinnung kommen wir nur langsam und jeder für sich. In der Geschichte gibt es unzählige Beispiele von Menschen, die sich gegen die Unterdrückung auflehnten. Aber statt echter Veränderung bekamen sie immer nur neue Führer, die alles beim Alten beließen. Um etwas wirklich zu verstehen, muss man sich davon befreien. Um sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, bedarf es großen Mutes. Aber genau dieser Mut macht den Menschen aus und ist gleichzeitig sein Trost. Denn der größte Feind des Kapitalismus ist der Mensch, der etwas weiß, der etwas liest, der sich nicht bestechen lässt, der endlich verstanden hat und der deshalb mit offenen Augen durch die Welt geht.